Das ist der 24. Part meiner Okkult Baby Challenge und Livia ist gerade wieder in Chestnut Ridge angekommen. Eigentlich sollte sie sich glücklich fühlen, denn in den letzten Parts hat sie sowohl ihre Mutter als auch die meisten ihrer Geschwister wiedergesehen. Aber sie fühlt sich sehr traurig. Sie hatte nämlich einen Verlust in der Familie. Es ist ihre Tante gestorben und die kannte sie eigentlich gar nicht so wirklich, aber ich glaube, das war der Auslöser dafür, dass sie einfach wieder an die Vergänglichkeit erinnert wurde. Verstorben ist nämlich Emmas Schwester Bridget und zwar an einem Hitzeschlag. Was ich aber noch mal spannender finde, sie hat jede Menge Kinder und eines ihrer Kinder ist auch schon verstorben und zwar Lea und die ist dahingeschieden durch Zauberüberladung. Also war Livia tatsächlich nicht die einzige Hexe der Familie Potter. Wir haben nun Sonntagabend und ich glaube, Livias Intuition hat ihr gesagt, dass sie mal wieder zu Hause vorbeischauen und nach dem Rechten sehen soll. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee, denn ihre beiden Töchter, also die gute Ruby, die hier gerade am Schreiben ist, und Akira, die zum ersten Mal auf ihrem Pferd Neoma sitzt, haben jemanden im Silo der Familie eingesperrt. Und zwar Christina Delgato, eine Schulkollegin von Ruby, deren Familie ebenfalls in Chestnut Ridge lebt. In Wahrheit war nur Ruby an der ganzen Geschichte schuld, aber sie versucht gerade das Ganze ihrer Schwester in die Schuhe zu schieben. Ich bin schon gespannt, ob das so funktioniert. Livia weiß von dem Ganzen natürlich nichts, deshalb wird sie erstmal ihren Bruder liebevoll begrüßen. Wir werden ihn einmal umarmen und dann werden wir ihn einfach mal wegen dem Ableben trösten. Und anscheinend hat Nila gehört, dass ihre Mutter wieder da ist, denn sie ist sofort in die Küche gestürmt. Dann werden wir natürlich auch gleich mal sie umarmen. Und wo ist Gemma? Die leistet ihrer Schwester Gesellschaft. Das finde ich sehr spannend. Immerhin ist Ruby derzeit gerade auf der bösen Seite unterwegs. Und auch unsere kleine Gemma ist ein böser Sim. Sie wird in der nächsten Generation ja unsere böse Königin. Deshalb passt das ganz gut, dass ausgerechnet die beiden sich gut verstehen. Ruby wird ihrer kleinen Schwester gleich mal eine wichtige Lektion lehren und ihr dann irgendeine dramatische Geschichte über das Vampirleben erzählen. Livia wird auch nochmal aufstehen und wird ihre Familie zum Essen rufen. Dann können sich alle ja mal hier in der Küche versammeln. Außer der arme Ivo. Der alte Mann ist müde und dann darf er natürlich schlafen. Diesmal haben wir sogar eine Premiere. Ruby hat sich tatsächlich beim Abendessen zu den anderen gesellt. Ich glaube, das ist noch nie passiert. Und sie fühlt sich jetzt auch sehr unwohl, weil ihr übel ist. Vampire sollten eben kein normales Essen essen. Livia wird ihren Töchtern jetzt einfach mal erzählen, wie die letzten Tage für sie waren und dass sie eben endlich so viele wichtige Menschen aus ihrem Leben wieder getroffen hat. Aber während Livia so erzählt, fällt ihr natürlich auf, irgendwas stimmt mit Akira nicht. Akira ist normalerweise immer ein Sonnenschein und immer gut gelaunt, aber heute sieht es anders aus. Und deshalb fragt sie ihre Tochter jetzt einfach mal nach ihrem Tag. Akira reagiert zu Livias Überraschung jetzt ziemlich nervös und sagt einfach nur, Mom, wir müssen uns ganz dringend unterhalten. Aber die Kleinen sollten das besser nicht hören. Und so schlägt Ruby vor, gehen wir am besten in mein Zimmer. Dort kann ich dir dann alles erzählen. Deine Lieblingstochter ist ein wenig ausgerastet. Die Kurzfassung, ihre Werwolf-Gene sind doch nicht so passiv, wie du dachtest. Sie hatte ihre erste Verwandlung, hat die Nachbarstochter angefallen und in unserem Silo eingesperrt. Und die lebt jetzt da. Und dann bringt Ruby sie zu Christina. Einige Sekunden sagt niemand ein Wort. Livia ist absolut überfordert. Akira hat Angst. Und Ruby scheint das Ganze ein wenig zu genießen. Deshalb wird sie jetzt das Wichtigste abklären und wird einfach fragen, Christina, geht es dir gut? Bist du irgendwie verletzt? Brauchst du irgendetwas? Aber seltsamerweise wirkt Christina sehr gefasst und auch so, als würde es ihr wirklich gut gehen. Und Ruby wird jetzt natürlich gleich mal einhaken und wird ihrer Mutter erzählen, wie gut sie sich um Christina gekümmert hat, dass sie ihr zu essen gegeben hat und dass sie auch ein wenig mit ihren Kräften experimentiert hat, damit es Christina eben gut geht und damit sie nicht ausbricht. Und anscheinend hat sie mehr als nur ein bisschen mit ihren Kräften gespielt, denn die beiden haben auf einmal eine romantische Leiste. In jedem Fall rückt Ruby sich aber in ein gutes Licht und tut so, als wäre sie die Heldin der Geschichte
obwohl sie, wie wir alle wissen, in Wahrheit die Täterin ist. Und nun erfahren wir Livias Plan. Es gibt einen mächtigen Zauber, mit dem man Gedanken anderer Sims kontrollieren kann. Noch kann ich ihn nicht, aber ich werde alles daran setzen, ihn zu lernen. Dann werden wir dieses arme Mädchen befreien und vergessen lassen, was es erlebt hat. Und dann wird Livia ihre Tochter noch einmal liebevoll umarmen und ihr sagen, dass alles gut wird. Und auch Ruby wird sie umarmen und sich bedanken, dass sie ihr das alles erzählt hat. Oh, wie süß! Ruby weiß die Aufmerksamkeit wirklich zu schätzen. Bedeutet dies, dass Ruby Zuwendung mag? Ja, unsere Ruby kann sehr gerne Zuwendung mögen. Und wer weiß, möglicherweise war ja das der Grund für alles, weil sie einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich weiß ja immer noch nicht, ob Ruby auf der bösen Seite bleiben soll oder ob sie auf die gute Seite zurückfinden soll. Und bald muss ich mich wirklich für eines entscheiden. Deshalb schreib mir bitte jetzt in die Kommentare, ob du der Meinung bist, dass Ruby gut oder böse ist. Und bevor Livia ins Reich der Magie aufbricht, wird sie Akira nochmal Mut zusprechen und wird aber sagen, zur Sicherheit soll sie sich bedeckt halten und sollte heute lieber nicht zur Schule gehen. Heute wäre ja eigentlich ihr erster Tag an der Highschool, aber sie wird sich jetzt einfach mal krank melden. Ich glaube, nach all dem, was passiert ist, ist sie ohnehin nicht in der richtigen Verfassung, um den ersten Tag erfolgreich durchzustehen. Und wie ihr erster Tag an der Highschool wird, werden wir im nächsten Part sehen. Im Reich der Magie angekommen, hat Livia zum Glück gleich ihre Mentorin Maki getroffen und wir werden jetzt gleich mal etwas mehr von ihr lernen. Wir werden sie bitten, uns ungezähmte Magie beizubringen. Nun hat Livia Ruf der Geister gelernt. Beschwöre die Geister der Dahingeschiedenen herauf. Oh mein Gott, wie cool ist das? Dann können wir Sora immer heraufbeschwören und mit ihr reden. Und nun sind wir zurück in Chestnut Ridge. Aber wir sind nicht bei der Familie Potter zu Hause, sondern wir sind in der Grundschule. Unsere zwei Jüngsten, Nila und Gemma, haben heute nämlich ihren allerersten Schultag. Und dann werden die beiden gleich mal am Unterricht teilnehmen. Heute haben sie als erstes Problemlösungsunterricht. Ich schätze, das ist sowas wie Logik oder so. Und hier sind ihre ganzen KlassenkameradInnen. Natürlich hat niemand von ihnen einen Nachnamen. Und Reese hat sich gleich dazu entschieden, am ersten Tag ohne T-Shirt aufzutauchen. Und irgendwas stimmt manchmal mit diesen Animationen nicht. Nun haben wir Mittagspause. Nila wird sich einmal Mini-Hamburger holen und Gemma holt sich ein kleines Mittagsmenü. Und dann werden die beiden Freundschaften schließen. Gemma wird sich einfach gleich mal freundlich bei Denise vorstellen und dann noch bei Hernen und dann noch bei Reese ohne T-Shirt. Und Nila hat anscheinend auch schon eine Freundin gefunden. Sie wird sich einmal freundlich bei, wenn ich jetzt nur wüsste, wie man diesen Namen ausspricht. Chechaira? 2000 years later. Ich nenne sie jetzt einfach Chechaira und hoffe, dass ich damit niemanden von euch verärgere. Wenn jemand weiß, wie ich den Namen richtig ausspreche, schreibt es mir gern in die Kommentare oder schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Nila scheint sich mit ihr aber jetzt schon sehr gut zu verstehen. Wir werden einmal über Süßigkeiten schwärmen und dann uns einmal über Erwachsene lustig machen. Mittlerweile sitzen sie jetzt zu sechs zusammen an diesem Tisch und scheinen sich alle unglaublich gut zu verstehen. Eigentlich würde ich es ziemlich cool finden, wenn die beiden zusammen eine richtig große Clique haben. Ich meine, ja, ich weiß, früher oder später werden die beiden sich natürlich zerstreiten. Immerhin verstehen sich Schneewittchen und Böse Königin jetzt nicht unbedingt gut, aber am Anfang können die beiden ja noch ein inniges Verhältnis miteinander haben. Der erste Schultag ist überstanden und die beiden waren tatsächlich nicht so erfolgreich. Nila war heute ein wenig unaufmerksam und Gemma hatte einen richtig schlechten Tag. Aber zumindest haben die beiden Freundschaften geschlossen und das war mir ehrlich gesagt für heute das Wichtigste. Und da die beiden aber noch nicht nach Hause gehen wollen, wird Gemma noch schnell an ihre Mutter eine SMS schicken und Bescheid sagen, dass sie später kommen werden. Denn ich möchte, dass sie noch ein wenig Zeit mit ihren neuen Freunden verbringen. Und zwar habe ich hier einen super coolen Spielplatz inklusive Riesenrad platziert
Und da werden sie jetzt alle gemeinsam hinreisen. Und hier sind wir schon. Wow, ist das nicht großartig. Wer ist gestorben? Nein! Hallo Gemma, ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass deine Verwandte Emma Walter von uns gegangen ist. Mein aufrichtiges Beileid zu deinem Verlust. Nicht Emma, nicht heute. Ich schätze, Livia hat jetzt erst zurückgeschrieben und gesagt, nein, bitte geht nicht mehr zum Spielplatz, kommt sofort nach Hause. Ich gebe es zu, ich komme gar nicht so gut damit klar, dass Emma jetzt verstorben ist. Sie war so lange Teil des Let's Plays, mit ihr hat alles begonnen. Und gerade als die beiden zu Hause angekommen sind, steht einfach Orin vor der Tür. Livia wird gleich zu ihrem Bruder hingehen und wird ihn einmal liebevoll umarmen. Ich denke, dass der Verlust von Emma ihn dazu gebracht hat, all die Gefahren zu ignorieren und einfach hier hinzukommen. Die beiden werden jetzt einfach mal ein sehr persönliches Gespräch miteinander führen. Anscheinend bedeutet es ihr wirklich viel, dass er einfach so bei ihr aufgetaucht ist. Und so ist Orin auch schon wieder gegangen. Ich denke, er wollte ihr die Nachricht einfach persönlich überbringen. Einerseits ist Livia natürlich froh darüber, dass sie ihre Mutter noch einmal sehen konnte, aber andererseits natürlich auch tief traurig, dass sie sie nie wieder sehen wird. Aber jetzt, wo sie eben über ihre Mutter nachdenkt, fällt ihr ein, dass sie ihr ja noch ein Geschenk mitgegeben hat, bevor sie aus Hanford und Bagley fortging. Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen unrealistisch, weil diese Geschenke eigentlich riesig sind. Emma hat ihr tatsächlich 12 Gemälde geschenkt. Und die werden wir uns jetzt eins nach dem anderen anschauen. Das erste Gemälde ist Daisy Potter. Dann der zweite Drilling Ivo, tatsächlich noch vor seiner Transition. Und der dritte Drilling Violet. Dann haben wir Jared, Rose, Flora, Oren, Livia. Und dann sind auch noch 4 weitere Bilder dabei, die sie noch nie gesehen hat. Eines von Ruby, Akira, Gemma und Nila. Das war das letzte Geschenk, das sie von ihrer Mutter erhalten hat.